Hey. Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Pass auf, dass du bei der Boxenausfahrt nicht die weiße Linie überfährst, sonst gibt es eine Strafe.
Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Das war die bisher schnellste Runde. Ausgezeichnet. Reifentemperaturen sind optimal. Bei diesen Bedingungen funktionieren die Reifen perfekt. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Du könntest in den ersten beiden Sektoren noch zulegen. Gut so, du hast Q2 erreicht. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen.
verbleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Alles ist bereit. Platz 5.
Also los Jungs, setzen wir diese Änderungen um. Noch 5 Minuten in dieser Session. Wir sind soweit. Achte auf die weiße Linie. Riskier keine Strafe.
Hey! Auf geht's! Hervorragende Leistung gestern. Wir haben die Erwartungen übertroffen. Fahr jetzt raus und gib dein Bestes. We'll be right back.
wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Gaseffekt weniger als eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden.
Leistungen kommt Vettel in drei Runden zum Reifenwechsel rein. Die Boxencrew erwartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Du bürst in jeder Runde etwas Vorsprung auf Massa ein. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Die Spritmenge sieht gut aus. Du hast die Gemische perfekt eingesetzt. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. An der Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Nutze dort Kern. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Du hast einen neuen Satz harte Reifen. Nur noch ein Stopp für dich. Noch ein Stopp. Du hast einigen Gummiabrieb aufgesammelt und musst mit verringertem Grip rechnen, bis du die Reifen wieder sauber gefahren hast. Bleib auf der Ideallinie. Dein Vordermann hat die weichen Reifen drauf. Könnte schwierig werden, in diesem Stint die Lücke zu schließen. Thank you.
Sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
jetzt ein paar langsameren Autos. Versuch schnell vorbeizukommen. Sein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Thank you.
sein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
verlierst ein wenig Zeit auf das Auto hinter dir. Push weiter. Von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Oh.
Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Verfügbaren Sprint in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht. Sieht gut aus. Wir können von Gemisch 2 auf 3 wechseln, wenn du möchtest. Etwas Zeit auf Weber. Er holt dich allmählich ein.
ausgerechnet, dass Massa innerhalb der nächsten 5 Runden zum Reifen wechseln kommt. Massa in den nächsten 5 Runden an die Box. Du kannst das fette Gemisch 3 wählen, wenn du willst. Nutz die Performance dann, wenn du sie am besten brauchen kannst. Das Auto hinter dir hat eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde.
der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Erst eine Runde voraus. Vergrößern.
langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten sich vorbeilassen. Eine halbe Sekunde schneller als du. Er holt auf dich auf. Fährt eine Gruppe langsamerer Wagen.
kannst dich etwas von Weber absetzen. Er ist einen Tick langsamer als du.
Hintermann vorbeilassen. Sehr gute Leistung. Das sind 12 Punkte.
diesem Ergebnis liegst du jetzt auf Platz 6 in der Fahrerwertung.